Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. Ich habe ja bereits den Dyson Airstrat ausgiebig für euch getestet und auch schon ein Review gemacht. Und weil so viele Fragen von euch kamen, ob ihr euch für den Dyson Coral oder den Dyson Airstrat entscheiden sollt, habe ich mich dafür entschieden, beide Geräte einfach mal im direkten Vergleich zu testen und einfach mal zu gucken, mit welchem Gerät ich denn schneller bin, mit welchem Gerät es besser funktioniert und was von beiden mein absoluter Favorit ist. Ich würde sagen, ich starte direkt ins Video und würde vorschlagen, wenn ihr da Lust drauf habt, solltet ihr jetzt auf alle Fälle dranbleiben. Bevor ich direkt ins Styling starte, erstmal ein paar grundlegende Dinge zu beiden Geräten. Ich zeige sie euch am besten mal, damit ihr natürlich auch die Geräte direkt vor Augen habt. Ihr könnt in Orange, in Kupferfarben, könnt ihr den Dyson Coral sehen und auf der anderen Seite in Nachtblau den Dyson Airstrat. Und auf den ersten Blick, denke ich, sieht man direkt als erstes, der Dyson Coral hat kein Kabel, was einfach bedeutet, dass man super praktisch und easy kabellos seine Haare glätten kann, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde, vor allem für unterwegs. Wenn man die Haare einfach nochmal nachstylen will, ist das auf jeden Fall super praktisch. Ja, und der Dyson Airstrat, das war ja auch in meinem Review so der einzige Kritikpunkt, hat einfach ein recht kurzes Kabel. Im besten Fall, je nachdem, wie weit entfernt man von der Steckdose ist, kann man vielleicht ein Verlängerungskabel brauchen. Bei mir funktioniert das ganz gut ohne Verlängerungskabel, aber ich hätte mir von Dyson auf jeden Fall ein längeres Kabel gewünscht. Ja, was ist so der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Geräten? Ich denke mal, das ist relativ klar, denn der Dyson Airstrat hat die Möglichkeit, die Haare nicht nur zu glätten, sondern man kann damit auch föhnen und man kann auch ganz unabhängig vom Glättungsprozess die Haare ganz normal trocknen, wie eben mit einem normalen Föhn. Und das ist, denke ich, eine absolute Innovation. Ja, was haben beide Geräte gemeinsam? Man kann mit beiden die Haare glätten. Wie ich finde, ist es mit dem Dyson Airstrat einfach nochmal ein bisschen praktischer, weil man halt nicht zusätzlich einen Föhn braucht, sondern hier einfach schon den Föhn integriert hat und die Haare während dem Föhnen eben auch geglättet werden. Und beim Dyson Coral ist es halt einfach so, dass man zusätzlich natürlich einen Föhn braucht, die Haare föhnen muss, wenn sie im nassen Zustand sind und dann erst tatsächlich drüber glätten kann. Auf gar keinen Fall jemals über nasse Haare drüber glätten. Mich hat letztens eine von euch gefragt, ob ich meine Haare nach dem Hitzeschutz, wenn sie feucht sind, direkt stylen. Und macht es auf gar keinen Fall. Ein Hitzeschutz muss auch immer trocknen, kann trocken geföhnt werden oder angetrocknet werden. Oder man nimmt sich ein bisschen Zeit und lässt den Hitzeschutz trocknen. Aber man sollte nie auf feuchten Haaren mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen drüber gehen. Ja, und genauso ist es halt hier mit dem Dyson Coral. Ihr müsst natürlich die Haare trocken föhnen, könnt sie aber auch trocken dann nachstylen, zum Beispiel im zweiten oder dritten Tag. Das geht übrigens auch mit dem Dyson Airstrat, also ihr habt auf der Trockenfunktion die Möglichkeit, die Haare im trockenen Zustand zu stylen, aber ihr habt eben auch die Nassfunktion, um die Haare im nassen Zustand zu stylen. Was auch nochmal ein Unterschied ist, ich denke mal, es hängt immer davon ab, was möchtet ihr mit den Geräten machen. Wenn ihr die Haare am liebsten glatt tragt, dann ist natürlich der Dyson Airstrat super praktisch, weil ihr beides in einem machen könnt, was aber mit dem Dyson Airstrat jetzt nicht funktioniert, wie bei einem klassischen Glätteisen, was ganz klassische Heizplatten hat. Ihr könnt damit keine Locken machen. Also so wie man das ganz klassisch vom Glätteisen kennt, so funktioniert das mit dem Dyson Airstrat nicht. Und das könnt ihr dafür aber dran mit dem Dyson Coral, weil der Dyson Coral natürlich Heizplatten drin hat und mit den Heizplatten könnt ihr natürlich auch eure Haare locken. Falls ihr also auf der Suche nach einem Gerät seid, mit dem ihr glätten und eben auch Locken machen könnt, dann ist natürlich der Dyson Coral schon nochmal ein bisschen praktischer. Und die Funktion, dass man kabellos glätten und locken kann, finde ich auf jeden Fall spitze. Ja, ich denke mal, das sind so die Hauptunterschiede zwischen den beiden Geräten. Und sicherlich fragt ihr euch jetzt natürlich, in welcher Kombination bin ich schneller beim Haare stylen und glätten. Und das würde ich euch jetzt im Folgenden gerne zeigen und würde sagen, ich starte direkt ins Styling. Ich werde für euch auch die Zeit stoppen, damit wir den direkten Vergleich haben, mit welchem Gerät es schneller geht.
Meine Haare sind ganz frisch gewaschen und ich werde mir als allererstes mein GHD Bodyguard Heat Protect Spray auftragen und gucke, dass ich das überall in meinen Haaren verteile. Und dann kämme ich meine Haare auch nochmal richtig gut durch. Das hilft auch nochmal, dass sich der Hitzeschutz in den Haaren so richtig gut verteilen kann und dass man keine Knoten drin hat. Und dann teile ich mir eine Seite meiner Haare ab und werde gleich mit der ersten Seite starten, meine Haare mit dem Dyson Airstraight erstmal vorzutrocknen und gucke, ja, dass ich als erstes die Zeit stoppe, damit wir am Ende natürlich wissen, wie lange ich gebraucht habe. Und dann fange ich an, meine Haare zu föhnen, gucke, dass ich das schwerpunktmäßig am Ansatz auch föhne. Und dann schalte ich vom Nassmodus in den Trockenmodus, in die Boost-Funktion, um meine Haare jetzt auch so richtig schön nochmal zu glätten. Da habe ich mir meine Haare auch nochmal abgeteilt und mache das partienweise sozusagen. Und das Schöne ist, mit dem Dyson Airstraight geht man im Schnitt einmal bis zweimal über jede Strähne drüber und man kann direkt schon sehen, dass die Haare super schnell glatt werden und das Ganze geht super schnell. Also ich brauche im Schnitt, sage ich mal, eine halbe Stunde, 20 Minuten. Es kommt drauf an. Seit ich meine Haarverlängerung habe, dauert es immer ein bisschen länger. Ich habe Bondings drin. Ich glaube, das habe ich in einem meiner anderen Videos schon gesagt. Aber im Schnitt gehe ich ein- bis zweimal über jede Strähne drüber und die Haare sind wirklich wunderbar glatt, sind unglaublich schön weich und geschmeidig und sie fallen einfach so luftig leicht und sehen einfach echt toll aus. Also ich bin mit dem Ergebnis jedes Mal so zufrieden und lieb den einfach. Und ich habe 13,5 Minuten gebraucht für die eine Seite und starte jetzt mit der anderen Seite. Ja, da stoppe ich natürlich auch wieder die Zeit und dann teile ich mir als allererstes meine Haare ab zum Glätten. Aber erstmal föhne ich sie natürlich vor. Da habe ich mir jetzt meinen Dyson Airstraight genommen mit dem Föhnaufsatz und föhne meine Haare erstmal richtig trocken. Am besten gucken, dass wirklich überhaupt keine Restfeuchte mehr in den Haaren drin ist. Und dann teile ich jetzt finally die Haare auch ab und fange an, scheitelweise das Ganze zu glätten. Ich habe als allererstes den Dyson Coral auf 180 Grad eingestellt, bei den ersten Partien. Das seht ihr jetzt auch gleich im Folgenden. Die Strähnen glätte ich eben mit 180 Grad. Habe dann aber für mich festgestellt, dass die 180 Grad jetzt nicht optimal sind, um meine Haare so richtig glatt zu bekommen. Und habe dann für den Rest des Kopfes eben auf 210 Grad hochgeschaltet. Ich weiß, ich habe schon öfter gesagt, dass über 200 Grad eigentlich nicht so wirklich gut für die Haare ist. Aber in dem Fall hat es mit 210 Grad einfach besser funktioniert. Und ich habe die Haare einfach nochmal deutlich schöner und besser auch glatt bekommen. Ich kämme die Haare immer nochmal durch vor den Strähnen, einfach nur um sicher zu gehen, dass da keine Knoten drin sind. Ist kein Muss. Ich bürste manchmal auch einfach ein bisschen zu viel, aber für mich ist einfach leichter und besser, über die Haare drüber zu gehen, wenn wirklich kein einziger Knoten mehr drin ist. Das Glätten mit dem Dyson Coral funktioniert auch super. Nicht so gut wie mit dem Dyson Airstraight, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vom Ergebnis her habe ich sie auch super schön glatt bekommen. Und was ich gar nicht erwartet hätte, ich war ein klitzekleines bisschen schneller mit dem Dyson Coral und habe tatsächlich nur 13 Minuten für die eine Seite gebraucht. Das Glätten der Haare ging bei beiden Geräten super schnell, auch mit dem Dyson Coral in der Kombination mit dem Föhn. Am Ende des Tages hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass ich deutlich schneller mit dem Dyson Airstraight bin und am Ende hat beides ungefähr gleich lang gedauert, was ich persönlich super interessant finde. Vom Glättungsergebnis bin ich mit beiden Seiten sehr zufrieden. Beide Seiten sind wunderschön und toll geglättet. Die Haare haben einen wunderschönen Glanz und wenn ich so durch die Haare fahre, dann fühlen sie sich super weich und geschmeidig an. Das heißt, da gibt es jetzt so nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied. Ich finde auch, dass man jetzt von der Struktur her keinen so großen Unterschied sieht. Ich finde, dass die Seite mit dem Glätteisen, mit dem Dyson Coral einen winzigen Ticken glatter ist als jetzt mit dem Dyson Airstraight. Kann natürlich auch sein, dass es an der Föhnluft liegt, dass die Haare hier einfach vielleicht tendenziell ein bisschen mehr Volumen haben im Glattsein.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt gut beschreiben kann, aber beides sieht schön aus. Ich bin mit beiden zufrieden und ich denke mal, am Ende des Tages ist es immer eine Entscheidungsfrage, was man denn mit den Geräten am liebsten machen möchte. Ich persönlich tue mich schwer, mit dem Dyson Airstrade und der Rundbürste Locken zu machen. Man kann natürlich mit dem Dyson Airstrade mit der Rundbürste Volumen reinföhnen. Das kann man jetzt mit dem Dyson Coral nicht, aber dafür kann man natürlich mit dem Dyson Coral zum Beispiel auch Locken machen und dann ein paar andere Frisuren stylen. Ich finde beide Geräte toll, bin von beiden Geräten begeistert und muss, wie ich schon gesagt habe, sagen, es ist am Ende eine reine Entscheidungsfrage, was einem besser gefällt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war vielleicht für diejenigen unter euch, die gerade überlegen, ob es das eine oder das andere werden soll, eine kleine Entscheidungshilfe. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich wissen lasst, ob euch das Video gefallen hat. Das könnt ihr ganz easy durch einen Daumen nach oben machen. Und natürlich freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich freue mich auf euch und verabschiede mich aus diesem Video von euch.